Uhr morgens geht es los, an den Unstrutwiesen nahe Zettenbach. Hier soll heute gemäht werden. Das hat die Agrargenossenschaft Kleiner der Gruppe von Tierfreunden und Jägern mitgeteilt. Nur in den kühlen Morgenstunden kann die Wärmebildkamera an der Drohne den Unterschied zwischen Körpertemperatur und Boden erkennen. Rehkitze werden zwischen Ende April und Anfang Juli geboren. Die Jungtiere haben die Angewohnheit, dass sie sich bei Gefahr tief in den Boden drücken. Das Kitz hat noch keinen eigenen Geruch, deshalb ist diese Technik bei Raubtieren sehr effizient. Gegen eine motorisierte Mähmaschine haben die Kleinen jedoch keine Chance. Geraten Leichenteile ins Gras oder Heu, können Kühe oder Pferde sterben. Das sogenannte Polinium-Toxin, im Volksmund auch Leichengift genannt, lähmt die Tiere und lässt sie qualvoll ersticken. Landwirte riskieren übrigens auch hohe Strafen, wenn sie ihre Wiesen nicht vor dem Mähen sorgfältig absuchen. Und auch den Jägern ist es wichtig, dass kein Tier verletzt wird. Denn Jagd bedeutet nicht immer nur Schießen, sondern ein viel größerer Anteil hat dabei nämlich die Hege. Um die Kitze rechtzeitig zu retten, fliegen Max Anders und Christopher Kaps mit zwei Drohnen alles ab. Die Kitze können sie im hohen Gras mit Hilfe einer an dem Flugobjekt installierten Wärmebildkamera ausfindig machen. Anhand einer Satellitenkarte berechnet die Drohne ihre Flugroute eigenständig. Beim sogenannten Wegepunktflug fliegt das Gerät die programmierte Fläche innerhalb von wenigen Minuten automatisch ab. So kann sichergestellt werden, dass keine Fläche übersehen wird. Das Risiko, dass sich dann doch noch ein Kitz im hohen Gras befindet, liegt dann etwa nur noch bei 20%. Befinden sich in der Wiese Wärmequellen, werden diese auf die Tablets der Drohnenpiloten am Boden in Echtzeit übertragen. Wir haben Glück. Die beiden Drohnenpiloten haben einen potenziellen Ablageplatz gefunden. Jetzt ist der Jäger gefragt. Er nähert sich vorsichtig der angegebenen Position. Zusammengekauert liegt da ein etwa 2 Wochen altes Kitz im Gras. Mit Hilfe von Handschuhen und viel Gras kann das Bambi angefasst werden. Behutsam tut der Jäger das Jungtier in eine Kiste. Danach wird das Kitz an einen sicheren Ort abseits der zu mähenden Wiese getragen. Oh, ey, das ist ja stocksteif, hä? Guck mal, ja, das haut halt noch nicht ab. Jetzt, Robert. Ja, guck doch mal. Na, komm rein, kleines Mäuschen. Das ist ein Mäuschen. Guck mal, ob es passt. Nachdem alles vorbei ist und die Wiese gemäht, gibt das Kitz ein hohes Fiepen von sich, damit die Ricky ihr Baby wiederfindet. Nach einem Tag vermelden die Jäger, dass Mutter und Jungtier glücklich gesichtet worden sind. Für die ehrenamtlichen Retter der Kitzrettung Unstruttal ist das der wohl größte Lohn.